Sharing is caring. Paillette geht immer wird Ihnen stark schön präsentiert von Brulette, dem Haarspray der Stars. Meine Damen, Herren und InklusivgeschlechterInnen, herzlich willkommen im BKA-Theater, dem Theater Ihres gesunden Menschenverstands. Und begrüßen Sie jetzt mit mir zusammen mich selbst, die einzigartige, wunderschöne und schlanke Jurassica Parker. Bitte geht ihr. Willkommen im BKA-Theater! Ach, toll. Vielen Dank. Dankeschön. Wir können da ja nochmal klatschen. Klatschen macht schön, Applaus macht beliebt. Schön, dass ihr heute alle hier seid im BKA-Theater. Schön, dass ihr heute alle auch im Livestream zugegen seid. Und zwar, ich hoffe, ich bekomme es hin, auf meiner Facebook-Seite, auf meiner YouTube-Seite, auf meiner Webseite, auf der BKA Facebook-Seite und das war's, Svenny, oder? Boah, toll, habe ich schon mal gut hinbekommen, schon mal eine Sache abgehakt. ihr könnt heute natürlich auch, wenn ihr hier nicht seid, live im Saal seid, könnt ihr auch noch den Livestream finanziell unterstützen unter einem bestimmten Link, den aber die wunderbare Julia, die am Livestream sitzt, gleich nochmal in die Kommentare posten wird. Nicht wahr, Julia? Stimmt das? Ja, und da gibt es ein freiwilliges Corona-Antivirus-Ticket. Könnt ihr euch selber aussuchen, was für einen Betrag ihr uns zugute lassen kommen wollt. Gerne viel. Und ich muss erst mal auf was trinken. Ich habe so einen wahnsinnigen Durst heute wieder. Oh, das ist ja schon ganz schön geladen. Ach so, warte, ich muss ja noch aufschrauben. Scheiße. Oh, ich hab ja schon wieder Angst. Warte mal. Ah, nee. Oh, okay. Oh, siehst du, Sven, ich hab's geschafft. Wunderbar. Ich hab immer so ein bisschen Sorge, dass ich hier gleich den Teppich zerstöre, weil der ist nämlich neu, der Teppich, und der ist so hellgrau. Und Svenny, mein Techniker, hat schon gleich gesagt, ich soll da keine Flecken drauf machen. Aber gut, ist ja eh alles im Glas gelandet. Schon alle mal wieder. Ein Piccolo, wie ich immer so schön sage. Aber gut, was soll man machen? Also dann, ich hoffe, ihr habt auch alle hier im Studio ein paar Getränke griffbereit. Ich sage Prost an den Livestream und ich sage Prost an euch alle und schön, dass ihr alle da seid. Ich muss jetzt erstmal wirklich mal einen Schluck trinken. Prost. Sehr schaumig. Also nur Schaum gerade. Ich warte gleich nochmal. An der Technik heute der wunderbare Svenny. Schön, dass du heute wieder da bist. Und Sven ist ja immer nackt. Wer das noch nicht weiß, das ist nämlich eine Nudistentechnik. Und Svenny, ich hatte neulich eine Gästin, Svenny hat ja auch einen sehr großen Penis. Und neulich ist eine Gästin über den Penis gestolpert, als sie auf die Bühne gekommen ist. Das war mir ein bisschen unangenehm, Svenny. Ich hoffe, heute passiert das nicht, wenn der Kevin auf die Bühne kommt. Ansonsten habe ich auch noch eine kleine Überraschung für dich nachher, Svenny. Aber warte ab. Keine Sorge, ist nichts Versautes. Bevor wir gleich mit dem Programm beginnen, meine Damen und Herren, und Exklusivgeschlechter-Innen, wollte ich noch kurz über Corona sprechen. Das wird das einzige Mal heute sein, dass wir über Corona sprechen, weil es nervt auch schon langsam. Aber ich war neulich auch beim ersten Corona-Test, weil nämlich eine Kollegin von mir positiv getestet wurde und da musste ich auch zu so einem Test gehen. Und ich weiß nicht, ob jemand hier im Saal das schon mal hat machen lassen. Ich dachte mal, ich bin gut im Deep Throat. Aber das ist doch was anderes. Also der Arzt, der kam mit diesem Stäbchen an und der hat meinen Kopf so hinten gehalten und dann hat er den Stab so richtig tief rein, dass ich dann so würgen musste und bin natürlich so zurück und dann hat er meinen Kopf genommen, nochmal so nach vorne gedrückt, wirklich. Und ich dachte so, und dann hat er gesagt, das ist nicht so schlimm, die würgen alle bei mir. Das war mir ein bisschen unangenehm. Und dann dieser Stab dann noch in die Nasenlöcher so rein. Ich wusste das nicht, dass das so unangenehm ist. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal darüber sprechen, Kevin Kühnert, ob du vielleicht sowas auch schon mal erlebt hast. So einen schönen Deep Throat-Moment können wir nachher mal gerne drüber sprechen. Freust du dich jetzt schon? Schön, da freue ich mich auch, dass er sich freut.
Von daher würde ich jetzt einfach gerne beginnen mit dem Programm. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit und ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet, heute noch bei mir zu Hause. Da war ich auch noch nackt, so wie Sven und Svenny. Starte doch mal den Einspieler. Mein heutiger Gast hat nach eigenen Aussagen sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Bundesvorsitzender der Jusos und mittlerweile stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Die Politik ist also sein Zuhause. Sagt man das so? Naja, ich frage ihn gleich mal, wie ist das wohl, jeden Tag so Politikzwecks machen zu müssen? Und gibt's da eigentlich einen Schnapsschrank, ein Willy Brandt-Haus? Ja, oder eine Sektbar? Und hat der ein Grindr-Profil? Ja, der muss mir auch dringend erzählen, wie es war, im piefigen Berliner Süden aufzuwachsen. Da kann ich nämlich mitreden. Ach, und die Frisur muss ich besprechen. Haare. Das und noch viel mehr kläre ich jetzt mit meinem Talkgast, Kevin Kühnert. Kevin, komm hoch. Hallo, mein Schatz. Kevin Kühnert. Hi, Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, da. Dein Name. Sag mal, hast du dein Getränk jetzt? Hast du dein Getränk schon ausgetrunken da? Ja, natürlich. Ja? Sag mal, willst du noch ein neues Getränk haben? Weil die Kellnerin ist gerade da. Ja, dann will ich noch eins nehmen. Maxim, ja. Noch so ein Sekt auf Eis? Noch oder so was? Ein Sekt auf Eis, ja? Ich glaube okay. Schon, ja. Gut, da freue ich mich. Kevin, hast du... jetzt ist der Schaum weg, ich glaube, du könntest gerade mal. Endlich, obwohl ich mich schon den ganzen Abend drauf. Das brennt immer so in den Augen, das ist so furchtbar. Ich mache das seit bestimmt 3 Jahren. Muss immer noch lachen dabei. Bin auch einfach zu erheitern. Okay, sehr lecker. Hast du gut hergefunden, Kevin? Ja, war ganz entspannt. Was erwartest du von diesem Abend? Es ist ja ein Morgen. Ja, naja, gut. Ich meine, als Politiker ist doch gerade Hauptarbeitszeit 0 Uhr nachts wahrscheinlich, absolut. Oder? Ja. Ja. Nee, na klar. Ja? Ja? Also ja, gute Gespräche erwarten wir immer. Na gut, wollen wir mal gucken, wie das so klappt. Kevin, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Schaumstoffpenis, den du da gerade... Das ist mein Zeigepenis. Ja, natürlich. Das ist mein Zeigepenis, wenn ich was zeigen muss. Hier so Logo, Politiker, Transvestit, Sekt, Publikum. Liebe ZuschauerInnen zu Hause, wir werden... War gar nicht so lustig eigentlich, oder? Nein. Aber gut, okay. Wir werden immer mal wieder in die Kommentare reinarbeiten. Und zwar, ihr könnt nämlich kommentieren auf allen möglichen Facebook-Seiten, wo das gestreamt wird. Das läuft alles hier bei mir in der Schaltzentrale zusammen. Und da könnt ihr Fragen an den Kevin stellen. Und ich versuche, sie irgendwie mal so zwischendrin so einzuknüpfen. Du meinst sowas wie die Frage, Rotkäppchen alkoholfrei, kann das wahr sein? Scheiße, hat das jemand bemerkt? Da will man einmal nicht trinken während der Show und schon wird man dafür gedisst. Das ist ja auch zum Kotzen. Ja, so nüchtern war ich noch nie in dieser Show. Das ist auch ein bisschen befremdlich, aber mal gucken, wie es so wird. Ja. Scheiße. Gut, mach das weg, Svenny. Vielen Dank. Kevin. Also, ich habe mich heute vorbereitet. Wir kommen beide aus Süd-Berlin, sagt man. Ist das Lichtenrade, Lankwitz? Oder was ist das für ein Bezirk, wo du herkommst? Beides. Das Elternhaus steht in Lichtenrade, aber ja. die ganze Schulzeit war in Lankwitz, weil wir da auch eine Zeit lang gelebt haben. Am Beethoven-Gymnasium. Ja, genau. Ja. Genau, in Steglitz, aber eben auch immer viel Lichtenrade, aber letztlich so Berliner Südwesten. Ach, Lankwitz ist Steglitz? Ja. Wusste ich gar nicht. Naja gut, auch wieder was gelernt. Ja. Du bist 10 Jahre jünger als ich, aber wir sind fast genau 10 Jahre, ja, sieht man gar nicht. Ne? Man könnte meinen, ich bin deine jüngere Schwester. Ne? Kevin. Wollte ich gerade sagen. Und du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, im Süden aufwachsen prägt einen sehr. Ja. Warum? Also ich würde wirklich Südwesten sagen. Südwesten. Das ist ja schon nochmal, ne, so alles westlich, Neukölln und westlich davon, ja. ist glaube ich, das, was man zusammen... Ich weiß nicht, wo bist du früher zum Einkaufen hingegangen? In der Karl-Marx-Straße. Ja, gut, okay, ja. Na gut. Ja,
Wo bist denn du? In der Schlossstraße? Schlossstraße. Na klar, genau. Das ist dann einfach so das Sammelbecken für alle aus der ganzen Region. Also wir sind jetzt auch nicht zum Kudamm gegangen oder so. Das ist dann wieder so in die nächsten Bezirke. Naja, also ich bin mit meiner Oma mal gern zum Kudamm gegangen, weil das war so eine Schicke. Die wollte mal ein bisschen bummeln gehen. Ja, so Wilmersdorfer Witwe-mäßig. Ja, war keine Witwe noch nicht aus Wilmersdorf, aber ansonsten kann man das so stehen lassen. Das war super. die Karl-Marx-Straße, das war früher, da gab es noch Hertie. Akut, lass uns bitte nicht schön war sprechen. Schön war die Zeit. Ja, schön war die Zeit. Und dann hast du da Abi gemacht und dann finde ich das ja wahnsinnig süß. Ich habe da mal überlegt, was du so als Ausbildung hinter dir hattest und viel habe ich da gar nicht gefunden. Ja, richtig. Also, weil du hast... Knüller. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Du hast angefangen Publizistik und Kommunikationswissenschaften, hast das aber schnell abgebrochen wieder. Ja, gar nicht so schnell. Also, halbes Jahr oder? Nö, ich habe das, glaube ich, 3 Jahre studiert. Ach so, oder so. Ja, und warum dann abgebrochen? Weil ich gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich mir gedacht habe. Ich dachte, ich mache damit Journalismus später, das war eigentlich das Ziel. Und je länger das Studium ging, also ich wartete immer darauf, dass die Journalismus-Aspekte kommen und sie kamen aber einfach nicht, sondern was die da sonst machen wollten, waren PR-Leute eigentlich. Ach so. Ich wollte halt nicht PR machen, ich wollte nicht für Unternehmen kommunizieren so. Ja, ja. Und dann habe ich das sein lassen. Hast du sein lassen, hast du 3 Jahre im Callcenter gearbeitet? Genau, gar nicht weit weg von hier, hinten im Bergmannstraßenkiez. Ach süß, da gibt es ein Callcenter, schau an. Und was, hast du inbound oder outbound? Outbound. Das ist das Schlimme oder das, das Gute? Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme, okay. Das sind so genau wie die Leute, die immer an der Straße stehen und einen Tierschutzsachen andrehen wollen. Ne? Das ist so eine gleiche Aufdringlichkeit. Hey, bleib doch mal stehen. Kannst du da nicht mal irgendwas machen, dass es sowas verboten wird? Ja, ich glaube, das Schlimme sind ja nicht die Leute selbst. Die müssen halt ihren Lebensunterhalt und irgendwas verdienen. Ja, genau, genau. Aber warum? Man möchte denen gerne 5 Euro in die Hand geben und sagen, aber dafür lässt du mich in Ruhe. Das mache ich auch gerne, ohne den Geld in die Hand zu drücken. Aber gut. Also mittlerweile bin ich auch wirklich unfreundlich. Es tut mir echt leid, aber ich sage immer so, nein, möchte nicht. Aber gut. Ich habe das mal bei den Johannitern, da habe ich mich mal bequatschen lassen. Ja. Und viel schlimmer, als sich bequatschen lassen, ist, dass man danach jahrelang nicht dran denkt, irgendwann mal zu kündigen. Genau. Ja, und immer, wenn man dann auf dem Kontoauszug sieht, sind wieder 60 Euro abgegangen. Naja. Ich habe das Gleiche mal machen lassen, da habe ich mich von Menschen gegen Minen bequatschen lassen. Das war gerade die Zeit, wo Lady Di noch die Minen gesucht hat. Weißt du? Vor 97, ja. Wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Und da dachte ich, mach auch was gegen Minen und so, und da habe ich mich auch bequatschen lassen und da war ich auch Jahre drin in diesem Scheißverein. Das habe da auch immer nur bezahlt und so. Aber gut, das... Wenn du 10 Jahre älter bist als ich, 97 war ich 8, du warst 18 und das war ja vor ihrem Tod. Ja. Ja, ich habe dich gerade angelogen, meine Güte. Das war nach 97. Ich wollte ein bisschen so eine Storytelling machen. Das ist meine investigative Ader heute. Furchtbar, jetzt schon mit dir. Gut, Journalismus, weil ich finde es ja unheimlich interessant, weil du kommst ja aus so einer sportbegeisterten Familie. Ja. Fußball, deine Mutter ist großer Fußballfan. Ja, kann man so sagen. Und hat dich nach einem Fußballer benannt. Stimmt das? Das ist wohl so, ja. Was für ein Fußballer ist das? Ja, Kevin Keegan, ein Engländer, hat beim HSV gespielt und auch Trainer gewesen. Oh. Und den fand die geil, oder was? Das würden wir natürlich zwischen Mutter und Sohn nicht sagen, aber das war wahrscheinlich so. Ja. Kommt auf die Familie drauf an, ne? Ja gut. Ja. Und wie ist das so? Na, ich denke mir dann immer so, meine Güte, hätten sich auch mal so Namen einfach so für mich ausdenken können. Will ich nach jemandem benannt sein, den ich gar nicht kenne? Wie fühlt sich das so an für dich? Was fühlst du da? Wie sich das anfühlt, Kevin zu heißen? Nee, einfach nach jemand anderem. Richtig scheiße. Ach so, wirklich? Da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Lass alles raus. Warte doch mal. Ja, ist wie beim Corona-Test gerade. Nein, ich wollte gar keine Kevin-Witze machen, ehrlich gesagt. Ja, das ist nicht gelungen. Finde. Nein, ich wollte ja gar nicht... Ach, scheiß doch drauf, meine Güte. Das wollte ich einmal investigativ irgendwie ein paar Fragen fragen und du hebelst mich sofort aus, Kevin. Das tut mir leid. Das ist Berufsrisiko. Das tut dir überhaupt nicht leid. Aber gut. Aber sie hat es gut gemeint. Das war halt, da war das noch ein exotischer Name. Ich bin ja Jahrgang 89. Ein exotischer Name?
Nee, war wirklich. Und dann mal, also diese Phase, in der das anfing, dass die ganzen Spielplatzkinder alle Kevin hießen, ja. Das war halt 90, da waren die beiden Filme, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Ah. Und 91 hatte Kevin Costner seinen Durchbruch mit Der mit dem Wolf tanzt. Und so viele Kevins, danach verstehe. War dann. Da war dann Schicht im Schacht, dann hießen sie alle Kevin. Genau. So wie sie jetzt alle Paul heißen. Ja, aber ich habe letztens diese Statistik gesehen, Namen in Deutschland, und da war Kevin, ich weiß es nicht mehr genau, aber weiß nicht, auf Platz 83 oder so immer noch. Und ich frage mich wirklich, wer nennt denn heute sein Kind noch Kevin? Ich verstehe es einfach nicht. Da gibt es bestimmt einige. Es gibt ja, also es gibt ja sehr viele absurde Namen. Aber. Ich weiß gar nicht, das warum ich die jetzt so lachen. Das habe ich akustisch gerade ganz schlecht verstanden. Ja, ich auch. Ich habe auch gar nichts gesagt, ehrlich gesagt. Deshalb wundere ich mich, warum die lachen. Ich habe gar keinen Witz gemacht. Aber gut, ich habe halt ein tolles Publikum. Ich habe hier so einen Knopf, da drücke ich immer rauf und dann bekommen die so Stromschläge. Und dann wissen die immer, die müssen dann lachen. Das ist praktisch, ja? So. Ja, weißt du Bescheid, Kevin. Und dann hast du nach dem Callcenter, du warst der Schulsprecher auch. Das ist ja auch so das Klischee, irgendwie schon, ne? So Schulsprecher und so. Und dann Junge und Jungen, sag ich schon. So, vielen Dank, es war ein schöner Abend. Apropos, mir ist in der Recherche, in der Vorrecherche eingefallen, kennst du Jens Spahn persönlich? Nee. Nein? Also wir haben einmal im Abgeordnetenrestaurant vom Bundestag, haben wir mal so zwei Tische auseinandergesessen. Ja. Das war so die nächste Begegnung, die wir miteinander hatten. Aber habt ihr euch Hallo gesagt? Nee. Auch nicht. Ach so, ist man da so unfreundlich in der Kantine? Man muss ja jetzt nicht allen Hallo sagen. weil ich kenne den tatsächlich persönlich. Ist mir nämlich dann wieder eingefallen. Weil ich Wie persönlich? Nicht so persönlich, wie du jetzt glaubst, mein lieber Kevin. Aber ich habe den tatsächlich mal kennengelernt vor, lass es 15 Jahre her sein, und das ist jetzt nicht so geflunkert. Das war bei so einer Hausparty von Ades Zabel. Lange, lange, lange her. Und da stand so ein ganz verschüchterter kleiner Mann in der Ecke. Und ich bin hin und sage ihm so, wer bist du denn? Ich kenne ihn noch gar nicht. Und da sagt er, hallo, ich bin der, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Jens. Jens. Hallo, ich bin der Jens, ich bin bei der Jungen Union. Hat er gleich als erstes so gesagt. Da dachte ich so, okay, wie interessant, wow. Und dann bin ich auch gleich wieder weg. Und dann stand die ganze Zeit ganz traurig alleine in der Ecke. Und keiner hat sich mit dem unterhalten. Ne? Ja, ja. Ist jetzt wahrscheinlich anders, weil jetzt müssen sie sich ja mit ihm unterhalten. Das heißt, wenn du dich damals mit dem unterhalten hättest und was Großes draus geworden wäre, wäre der heute nicht Gesundheitsminister? Du meinst, was Großes draus geworden mit uns beiden, mit Jens und mir? Also zum Beispiel, ja. Da weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte wirklich nicht. Ich glaube, ich war auch in der Zeit vielleicht irgendwie in einer Beziehung. Ich kann mir gar nicht genau vorstellen. Nils, wissen wir das? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Okay, dann habe ich natürlich nicht mit Jens Spahn gebumst. Kevin, zurück zu... Verzettel mich hier schon wieder. Ach so, ich habe dir noch was mitgebracht. Weil du hast ja keine Paillette an. Das stimmt, ich habe keine Paillette an. Geht das mit deinem Haar? Na, manche haben ja Angst vor Mützen wegen der Frisur. Nein, gut. Siehst mal, süß, gucke mal. Süß! Guck mal, so ein bisschen, das ist so ein bisschen Street-Style schon. Das behalte ich jetzt den Rest der Sendung auf? Ich bitte darum. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Ja, da geh mal sicher. Also so kommst du mir nicht ohne das. Ich habe einen ganz, ganz tollen Tweet von dir gefunden als Stichwort Haare. Weil wir müssen wirklich über deine Haare sprechen. Warum hast du diese Frisur schon, seitdem man dich kennt? Warum? Also weil das ist ja wirklich, das ist ja so eine Frisur. Also du hast das mal getwittert, die Bunte hat für meine Frisur und für die von Markus Söder. Der hat nämlich die gleiche Frisur wie Kevin Kühnert, heute den Begriff Sprungschanzenlook erfunden. Tut das weh, wenn man sowas über seine Frisur liest? Nee, ich habe, mir hat ein Freund, der im Moment in Spanien arbeitet, vor ein paar Monaten geschrieben, da war irgendwie ein Artikel, wo auch ich drin vorkam, in der El País, der größten Tageszeitung in Spanien. Kenn ich. Und da bin ich verglichen worden mit Tim von Tim und Struppi. Und
Tim hat diese Hartrolle vorne, genau. Ja. Ich finde das überhaupt nicht, dass das dem entspricht. Dankeschön. Ja, aber die fallen einfach so. Also das ist jetzt auch nicht... Das ist eine faule Ausrede, ganz ehrlich. Fallen so. Es gibt wirklich so Kleinkindfotos von mir in der, weiß ich nicht, 2 Wochen nach Geburt und ich bin mit sehr vielen Haaren schon auf die Welt gekommen. Ach so, ja. Und da liegen die schon genau so. Das ist einfach... Setz doch mal die Mütze kurz ab. Ich muss mir dein Haar nochmal angucken. Ja, genau. So, das also die fallen halt in diese Richtung. Du hast so einen Wirbel auch hier in der Stirn. Ja, genau, das ist alles verwirbelt. Das ist alles verwirbelt. Ja. Ist also, du hast Probleme. Manche würden sagen, es ist auch innen drin ein bisschen verwirbelt. Ja gut, aber das liegt im Auge des Betrachters. Ja. Also du hast Problemhaar, können wir das so festhalten? Das ist keiner. Ja doch. Und es ist keine andere Frisur möglich. Mit viel Aufwand, mit Glätteisen oder so wäre wahrscheinlich was Glätteisen. Ja. Okay, interessant. Schade, weil also ich würde dich so gern mal umstylen. Also keine Angst, hier heute nicht. Aber schade. Irgendwie, ja, nee, das möchtest du auf gar keinen Fall. Ich bin ja ich hatte ein bisschen Hoffnung, aber. Nee, das ist leer, das ist nur Dekoration. Oder warte mal, ist da noch ein bisschen was drin? Ja, Mensch. Das Haarspray der Stars, du weißt. Gut, also schade, aber dann kannst du die Mütze wieder aufsetzen. Das ist lieb. Dein Sprungschanzen-Look ist jetzt auch vorbei. So. Manchmal frage ich mich, was mache ich hier eigentlich? Aber gut, wir waren beim Sport stehen geblieben, weil du wärst nämlich gerne Sportjournalist auch geworden. Ja. Stimmt das? Absolut. Was wäre da so dein Traum als Sportjournalist? Da gibt es ja viele verschiedene Arten von Sportjournalisten, glaube ich, weiß es nicht genau. Handball. Ach so, ja nee, ich meine jetzt nicht die Sportart. Da gibt es verschiedene, das weiß ich. Nein, was aber meinst du sonst? Naja, Männer, halt, Frauen? Nein. Ach, nee, ich meine halt so, es gibt doch so im Studio, wo du das so vorliest oder so live kommentieren, Fußball. Nein, live kommentieren natürlich. Oder, ja, live kommentieren. Das muss man sehr schnell im Kopf sein auch, oder? Ja, man muss den Sport verstehen, das ist das Entscheidende. Natürlich auch. Und Handball hast du lange gespielt, ne? 15 Jahre. 15 Jahre. Ja. Erzähl mir alles über die Umkleide und die Duschen. Waren da geile Typen? Das ist nicht jugendfrei, weil ich habe... Wir sind nach 0 Uhr, also keine Sorge. Ich habe bis zum letzten A-Jugendjahr, also bis die Jugendzeit sozusagen durch war, gespielt. Erklär mir ganz kurz, A-Jugend ist das älteste der Jugend oder was? Genau, das ist dann, also mit 19 bist du aus der A-Jugend dann raus und dann geht es in den Männerbereich sozusagen rüber. Genau, und da bin ich dann ausgestiegen. Warum? An der Stelle. Weil dann viel Politik war und das macht sie nicht. Also Handballtraining ist halt nicht wie Fitnessstudio. Im Fitnessstudio sagst du selber, wenn du hingehst, Mannschaftssport, da gibt es bestimmte Termine. Und ja, das verstehe. Geht dann und da hast du schon, seit wann bist du denn in der Politik? Naja, also eingetreten in die SPD bin ich mit 15, knapp noch mit 15. Ja, schon stark früh, ja. Und, ja, also schon mal politisch interessiert gewesen. Ja. Und dann, wie war kurz umrissen, in 3-4 Sätzen, der politische Werdegang, damit ich so eine Vorstellung habe von dir und deiner Persönlichkeit? Na, ganz kurz, Kevin, so, du bist eingetreten, dann Jusos und dann, wie hat sich das so weiterentwickelt? Ich habe Jusos und SPD gleichermaßen gemacht, ja? Von Anfang an, also war für mich gar kein Widerspruch. Ich bin nach einem guten Jahr relativ, also ohne, dass ich was dafür getan habe, in den Landesvorstand der Jusos in Berlin gekommen. Wie ohne, dass du was dafür getan hast? Na, ich habe jetzt nicht irgendwie den Arm gehoben und gesagt, das möchte ich unbedingt machen, sondern es haben mich Leute gefragt, ob ich das machen will. Weil die dich alle so gern gehabt haben? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, also, die fanden dich doof. Oder? Nein, aber auch mit der Zeit weißt du schon, manchmal wirst du auch für politische Sachen vorgeschlagen, weil andere Leute döver noch gefunden werden als du selbst. Und dann so wie zum SPD-Vorsitz jetzt letztes Jahr oder wann das war, wurdest du doch auch kurzzeitig vorgeschlagen, oder? Oder irre ich mich da? Ja, oder irre ich mich da jetzt? Ja, aber am Ende entscheidest du ja selber, ob du für irgendwas kandidierst. Und du wolltest nicht. Richtig. Du wolltest nicht. Das finde ich süß, weil ich glaube nämlich, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Du musst ja stressresistent auch sein. So, du hast mal gesagt, 14-15-Stunden-Tag ist normal, bei Berufspolitikern zumindest. Ich weiß nicht, weil irgendwelche Irren einen dann immer um 23:59 Uhr zur Sendung noch einladen. Diese Scheißkühe, ganz ehrlich. Ja, ist natürlich harte Arbeit. Ja, ja. Harte Arbeit, ja. Patzt mich schon wieder an. So diese Spitzen zwischendurch, ja. Das bin ich gar nicht gewöhnt von meinen Gästen. Das tut mir leid, ich kann mich wehren. Also das ist schon...
gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen gut. Macht dich auch ein bisschen sexy, muss ich sagen. Oh, Entschuldigung. Ich kann, das ist wirklich, das schmeckt auch wie Pisse, so alkoholfreier Sekt, muss ich wirklich sagen. Es hat sich niemand gezwungen. Ja, nee, stimmt. Nee, ich mache gerade, wie heißt das so schön bei den Hipstern jetzt? Sober October macht man jetzt. Ja, das mache ich jetzt gerade. Seit 3 Tagen. Seit einer Woche. Naja, ich habe schon früher angefangen, aber ich habe in den Oktober reingenüchtert sozusagen. Ja? Und es ist sehr angenehm. Als wir uns vorhin gesehen haben im Backstage, das erste Mal, wir kennen uns ja gar nicht, wir haben uns heute zum ersten Mal kennengelernt, du bist ja recht klein. War das jetzt, ist das ein Wunderpunkt? Weil du hast gerade so ganz gemein. Ich habe überhaupt gar nichts gesagt. Aber die Blicke, wenn die Blicke, ich merke die Blicke, Kevin, aber ich muss wirklich sagen, Jule oder Svenny, können wir mal, weil ich habe nämlich nach dir gegoogelt und das Lustige ist, Google schlägt gleich vor die Suchanfrage, wie groß ist Kevin Kühnert? Also ich frage mich, und dann bin ich erstmal darauf aufmerksam geworden, es muss irgendwie halt interessant sein. Und da steht da auch 1,7 Meter, finde ich auch toll. Und dann wird oft gesucht, Andrea Nahles 1,68 Meter, Olaf Scholz 1,70 Meter und Jens Spahn 1,92 Meter. Wusste gar nicht, dass der so groß ist. Aber warum? Oder sieht man mal wieder, die Größe ist nicht entscheidend tatsächlich. Das stimmt. Meine Mutter sagt immer, kleine Männer sind gefährlich. Ja. Aber gut, muss man ja auch sein in deinem Job. Wir gucken mal, aber kannst du dir erklären, warum Leute so oft nach deiner Körpergröße googeln? Es wurde jetzt schon mal gesagt. Nee, ich weiß auch gar nicht, also wo die das hergeholt haben. Also stimmt, aber... Steht bestimmt beim Wikipedia-Eintrag, warte mal. Ja, aber es muss ja irgendwo jemand herhaben. Geboren West-Berlin, 1,70 Meter groß. Nein, steht nicht drin. Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, das mal irgendwo gesagt zu haben, aber okay. Vielleicht hat dich ja jemand heimlich mal gemessen. Der hat sich angeschlichen, mit so einem Maßband hat dich gemessen. Kann ja sein. Also heutzutage machen ja Stalker alles, um an berühmte Menschen ranzukommen. Ja. Spooky Vorstellung, dass das auch jemand gemacht hat. Ich auch. Wir gucken mal kurz in die Kommentare rein, lieber Sven, weil das bollert hier rein ohne Ende. Warte mal gucken, was es alles so für schöne Fragen gibt. Gute Chemie zwischen den beiden. Ich habe gerade Beinen gelesen. Ja, okay, das ist was anderes. Ich finde die Sendung bisher super. Wunderbar, da freue ich mich. Dann können wir weitermachen. Wo sind Fragen an den Kevin? Die Moderatorin ist ganz schön aufgeregt. Da hat unten jemand gesagt, dass ich gut auf Zack bin. Kannst du da nochmal runtergehen? Wo? Hier. Ach so. Dass Kevin Kühnert überhaupt dahin kommt. Entschuldige mal bitte. Also, ich übersetze das nochmal, dass er sich dazu herablässt. Ja, genau. Lieber Justus, wenn du das jetzt gerade siehst, du blöde Scheißkuh. Ich bin eine der relevantesten Livestream-Shows Berlin. Aber er hat ja recht. Ich finde das ja ganz toll, weil ich habe ja mit deinem Büro vorher kommuniziert, mit der Nadja, das ist deine Referentin, heißt das so bei euch? Oder Assistentin, was sagt man da? Die arbeitet bei den Jusos im Büro, genau. Ah ja, okay. Achso, ja. Sie ist gar nicht dir persönlich unterstellt. Nee. Das sind die Jungs da unten alle. Achso, das sind deine Assistenten? Ach so, also auch nur Schwuppen, ja? Oder alles Schwuppen? Nein, keine? Die sehen doch alle mega schwul aus. Also entschuldige mal bitte. Jetzt sag doch mal, ihr seid doch Homos, oder? Heteroflexibel. So. Also wenn du mal besoffen in einer Kneipe rumhängst und dann kommt ein Hetero an, der dir einen Schwanz blasen will, sagst du auch nicht nein. Oder andersrum. Ich weiß nicht, ich schweife schon wieder ab. Kevin, und da war ich ehrlich... Ja, Kevin. Berufsrisiko. Und da war ich wirklich sehr, sehr erfreulich erregt, dass die einfach gesagt hat, ja, der Kevin kommt. Machst du sowas? Ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass du Zeit hast, hier noch in diese Schrabbelshow zu kommen. Ja? Ja, um die Uhrzeit ist jetzt sonst nicht so viel. Also, das ist... Wir gehen weiter in die Kommentare. Kevin, möchtest du gerne die nächste Bundeskanzlerin werden? Nein, möchte ich nicht. Möchtest du nicht?
Schade, ich würde dir den Vortritt lassen, wenn du möchtest. Auf gar keinen Fall. Also Politik ist das Letzte, was ich machen wollen würde. Das Letzte? Das Allerletzte. Ja, glaubst du mir nicht? Nee, das ist furchtbar anstrengend. Da muss man, ach nee, das ist furchtbar. Ich kann auch nicht so, da muss man doch auch immer dann so freundlich zu Menschen sein und dann irgendwie so, oder? Und so um Mehrheiten kämpfen. Also, und man kann Leuten auch sagen, dass sie scheiße sind. Das ist schon unmöglich. Ja, wem hast du das schon mal gesagt? Na, also ich habe schon mit AfD-Leuten in Sendungen zusammengesessen. Oh, ja. Die wussten schon am Ende, ja, gut, also wahrscheinlich hoffentlich auch vorher, dass ich sie zu denen muss man auch nicht ordentlich scheiße sein, finde. Das ist ja nun wirklich, darüber müssen wir gar nicht weiter sprechen. Da fragt jemand, hat Kevin einen Freund? Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Hast du einen Freund? Nein. Nein. Sagst du das nur so oder stimmt das auch? Ja, das... Naja, man weiß ja nicht. Es gibt ja auch Leute, die wollen ihre Partnerschaft geheim halten. Guck nicht dauernd auf die Kommentare. Sven, mach die mal weg wieder. Ich habe da irgendwas mit Durchfallgeschichten. Ja, da kommt... Entschuldigung. Also, da kommen wir gleich noch zu. Keine Sorge, mein Lieber. Du hast meine Show noch nie gesehen, ne? Merke ich gerade. Ist das so ein Running Gag mit der Durchfallgeschichte? Also meine Gäste müssen in jeder Show eine Durchfallgeschichte erzählen. Hast du denn eine parat? Kannst du ja schon mal ein bisschen überlegen. Da werde ich jetzt schon mal überlegen. Das ist ja. Schon mal überlegen. So, wo war ich stehen geblieben? Du hast keinen Partner. Können wir kurz über dein Coming-out sprechen? Oder ist das wahnsinnig abgegriffen? Also weil ja, nee, hast du da Bock drauf? Du warst sowieso schon immer öffentlich out im Laufe deiner Laufbahn, aber du hast zum ersten Mal über dein Schwulsein gesprochen in der Siegessäule, dem Stadtmagazin, in einem Interview so richtig. Explizit, stimmt das? Naja, das war das erste Mal richtig öffentlich und ehrlicherweise, es hat sich halt logischerweise vorher auch niemand dafür interessiert, weil ja. Vorher hat sich für mich niemand interessiert, also so öffentlich niemand interessiert. Das war sehr uninteressant. Ja, genau. Also deswegen, ich stutze immer ein bisschen, wenn dann Leute sagen, naja, vor 2 Jahren hatten sie ihr Coming Out. Nee, also das ist jetzt so 16 Jahre her ungefähr. Ja. Bei allen Leuten, für die es relevant gewesen ist. So früh? Mit 14? 15. Meine Güte. Ja. Okay, das ist wirklich schon ganz schön früh. Weil ja. Du hast nämlich, also so früh ist es auch wieder nicht, aber andere haben mit 7 schon ihr Coming Out. Ich hatte schon mit 5 wahrscheinlich, als ich das erste Mal ein Kleid getragen habe. Aber apropos, hast du schon mal Kleider getragen? Hast du gerne Kleider als Kind getragen, Prinzessin gespielt? Nee, nein? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ach, du hast Handball gespielt, da trägt man keinen Arsch. Ja, das ist natürlich auch doof. aber da kommt, was? Hat da gerade jemand was gesagt? Und dann kommen wir aber, weil das habe ich mit dem Klaus Lederer, als der hier bei mir in der Show war, hat der gesagt, für ihn war damals dieses Coming-out von Wovereit so ein entscheidender und wichtiger Punkt. Als schwules Selbstverständnis, auch als Politiker, das war für dich auch so, ne? Ja, die Bedeutung ist mir erst ein bisschen später klar geworden. Ne? Also das war ja 2001, da war ich 12. So lange ist das schon her, 2001? Ja. Meine Güte, okay. Ja. Oh Gott, bin ich alt, das ist so furchtbar. Okay, weiter. Ja. Klaus hat gerade Geburtstag gehabt vor ein paar Tagen. Also falls er zuguckt, nochmal herzlichen Glückwunsch. Klaus Lederer oder Klaus Wovereit? Klaus Wovereit hat Geburtstag gehabt. Alles Gute nachträglich. Sehr berechtigt, Klaus. Klaus, du wirst ja bestimmt zuschauen heute. Liebe Grüße. Nein, aber das ist schon, also gerade wenn man dann auch danach in den Politikbereich reingegangen ist, dann hat man schon schnell gemerkt, was für ein Türöffner Klaus gewesen ist für ganz viele Leute. Und man muss ja auch immer wieder daran erinnern, es ist ja jetzt nicht nur freiwillig gewesen, sondern es ist ja so gewesen, dass die Boulevardzeitung in Berlin, oder eine größere Boulevardzeitung... BZ wahrscheinlich, oder? oder Tagesspiegel, oder... Ja, also, Berliner Kurier. Lass mal so stehen. Quasi in Aussicht gestellt hatte, darüber zu berichten. Und er dann damals in die Offensive gegangen ist. Ja, war ein richtiger Schritt. Ja, natürlich, völlig richtig, aber... Ja. Trotzdem etwas, was Mut erfordert hat, rauszugehen. Also 2001 ist halt von 19 Jahre her, genau. Und dann zu sagen, auf die Bühne zu gehen. Wir hatten 10 Jahre CDU-Regierung in Berlin. Es war der Bankenskandal. Es war die Chance, den Wechsel hinzukriegen. Es war auch völlig unklar, ob man die Chancen damit vergrößert, wenn man mit so einem Coming-out dann auf der offenen Bühne rausgeht. Aber er hat das halt gemacht. Und das ist schon
Das ist ein hoher persönlicher Einsatz gewesen. Das hat mir immer krassen Respekt abgenötigt. Ja, verstehe ich sehr gut. Sehe ich auch so. Ich frage mich ja immer, gibt es viele ungeoutete schwule Politiker? Wissen wir da ein bisschen was? Kannst du mir ein bisschen Gossip erzählen? Keine Namen nennen, einfach nur Vorname reicht. Naja, es gibt ja viele Thomasse oder irgendwie so. Tatsächlich würde ich sagen, also sicherlich sind nicht alle out, die es tatsächlich sind. Wer ist denn überhaupt out? Also Jens Spahn, du, Wovereit und das war es schon, oder? Nee, Ulle van Beust? Also wenn ich jetzt, naja, wir gucken jetzt natürlich auf die sehr Prominenten. Das ist ein sehr begrenzter Kreis. Das sind nur die, die ich kenne, ja. Von Leuten. Das ist schon, wenn du in den Bundestag reingehst, sind es schon ein paar mehr insgesamt. Bei den Konservativen kann ich es weniger bewerten, weil da habe ich jetzt nicht so einen Einblick. Es gibt sicherlich Leute, die schwul sind und nicht out sind, im Bundestag, in der Politik insgesamt. Aber diese Geschichten, wie man sie aus den 80er, 90ern noch kennt, dass es dann da irgendwie das große Nachtleben rund um den Bundestag gibt und alles. Ach so? Was für ein Nachtleben rund um den Bundestag? Erzähl mir alles, Kevin! Wie also so wilde Koks-Partys und Saufgelage oder was meinst du? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Hast du denn nicht gesagt? Okay, verstehe, interessant. Weil Koks im Bundestag, da gab es mal, es gab mal so einen Test. Den Toilettentest, ne? Ja, genau, den Toilettentest. Da wurden so Abstriche auf den Klodeckeln im Bundestag gemacht. Ja. Und es war einer der Orte in Deutschland, wo am meisten Nachweise gefunden wurden für den Konsum von so mittelmäßig legalen Mitteln. Also ja, Kokain ist stark illegal, oder? Es ist mittelmäßig legal. Ja, das war jetzt ja. Waren andere Zeiten, ne, damals, ne? Gut. Ja, aber das ist ja, ich glaube aber auch, dass jede Toilette in Berlin Koksspuren aufweisen kann. Nicht nur Koksspuren wahrscheinlich. Auch Kotspuren, je nachdem. Kommt halt dann drauf an, Kevin. Nimm ruhig noch einen Schluck. Du meinst von der Pisse ja gerne. Hm. Aber das wäre interessant, weil du hast nämlich mal erzählt, da warst du im Interview bei dem Florian Schröder, Corona-Interview per Instagram war das, glaube ich. Und da habt ihr diese Gerhard Schröder-Geschichte besprochen. Dass Florian kann großartig Gerhard Schröder nachmachen. Ja, ja, das habe ich gesehen, das war sehr toll. Und da hat ihm ein ehemaliger Juso-Chef erzählt, dass der Gerhard Schröder, der hat gerne sehr viel gesoffen früher. Und hat dann immer Frauen angebaggert. Ja, früher. Heute würde er es nicht mehr machen. Nein, heute läuft er nicht mehr. Heute macht er nur noch Fotos mit seinem Blumenbeet auf Instagram und so. Und mit Seon. Was? Seon. Ach so, ja. Ja, heißt sie nicht Soyun, dachte ich, heißt die. Okay, ist auch egal. Aber da frage ich mich nämlich, weil hier besteht auch auf meinem Zettel, über Saufen sprechen. Und zwar... Da frage ich mich, ich möchte einfach mal so ein bisschen in die Politik reingucken, hinter der ganzen Politik. Ich kann mir vorstellen, diese ganzen gestressten Leute, die müssen doch nur saufen die ganze Zeit, damit sie diesen Scheiß ertragen, oder? Ist unterschiedlich. Also es gibt auch Leute, die ein Prinzip draus machen, gar nichts zu trinken. Ja. Also ich nehme jetzt mal jemanden aus einer anderen Partei. Markus Söder zum Beispiel ist dafür bekannt, immer nur Cola Light zu trinken. Ach was? Grundsätzlich. Ich dachte, der ist immer blau, dachte ich immer. Nee. Das Schöne, das kannst du auch beobachten bei diesen ganzen Bieranstich-Sachen da in Bayern, die da stattfinden. Ja. Da gibt es ja immer so Krüge, die sind dann nicht aus Glas, wo du sehen kannst, was drin sind, sondern es sind so Tonkrüge. So Ton, ja. Genau, und dann ist bei ihm halt Cola Light drin und bei anderen ist halt echtes Bier. Hätte ich nicht gedacht, ja. So als Bayer und dann Cola Light. Aber gut, ja, aber du bist meiner Frage jetzt gerade ausgewichen. Du hast ja über jetzt antialkoholische Getränke gesprochen. Ich möchte gerne wissen, ob die Leute saufen. Ja. Ja? Okay. Ja? Okay. Ja. So ist eine einfache Frage. Es wird schon viel gesoffen. Wir gucken nochmal in die Kommentare auf YouTube. Kevin. Vielleicht ist die Durchfallfrage noch da. Warte mal. Ach so, warte mal. Apropos Tinder, hast du ein Grindr-Profil? Nein. Nein? Hattest du mal eins? Ja. Hast du es gelöscht, weil du in die Öffentlichkeit gegangen bist? Oder warum? Nee. Also das Tinder-Profil ist auch noch da, das Grindr-Profil nicht, weil ich kann mit Grindr einfach nichts anfangen. Das ist nicht mein Medium. Wie, aber weil Tinder kenne ich gar nicht, da macht man nur dieses Wischen die ganze Zeit. Ja, genau. Das sagt dir mehr zu. So, einfach so Wischen. Ja. Ja, das ist so. Einfacher. Das ist wie Putzen. Das ist wie Putzen, genau. Einmal durchwischen. Einmal feucht durchwischen und dann geht's weiter in die nächste Sitzung. Wunderbar.
Das ist natürlich eine feine Sache. Und dann hat Klaus, mein Mann, hat sich gefragt, wie ist denn das, also du gehst ja gerne aus, gehst in Kneipen, hast ja auch gesagt, also dir ist es völlig egal, ob da Leute mal gucken, dass du Kevin Kühnert bist oder so, das ist dir völlig egal, das passiert auch irgendwie gar nicht, dass die Leute ansprechen irgendwie so. Aber gehst du auch mal so ficken in der Sauna? Nein. Ich fahr mit dem Fahrstuhl mal direkt ins BKA hoch. Ja, genau. Boiler lasse ich liegen dann. Das ist halt das Doofe jetzt mit den Livestreams. Das bleibt ja für immer im Internet. Ja, es ist schon bitter. Da ist man so ein bisschen gehemmt. Ne? Ja. Du brauchst mehr Schnaps. Bitte. Bitte ein Wodka bitte für Kevin Kühnert. So, pass auf. Kevin Dating-Plattform hat er nicht. Er hat Tinder zum feucht durchwischen. So, Durchfallgeschichten kommen wir gleich nach. Bist du aktiv oder passiv, Kevin? Furchtbare Frage. Du bist versatil. Okay. Kevin, bist du nach wie vor dafür, BMW zu verstaatlichen? Nur wenn es besser wird danach, immer sehr gerne. Also, ja, gut. Möchtest du mal, da kann man auch ruhig mal klatschen, ne? Möchtest du denn meinen Freund haben? Fragt der Morten Rietz. Liebe Grüße, Camilla. Das klingt irgendwie wie bei so einem Kleinkind. Finde ich auch gerade. Möchtest du mal Prinzessin werden? Möchtest du mal Prinzessin werden? Ja, gut, das ist eine blöde Frage. Ich bin jetzt nicht so der Beziehungsmensch. Bist nicht der Beziehungsmensch. Hättest du überhaupt Zeit für einen Freund? Puh, das ist ja eine Frage, wie man eine Beziehung gestaltet, also wie viel Zeit man da unbedingt nun für haben möchte. Kannst du nicht einmal nicht ausweichend antworten? Nee, das ist... Geht nicht, ne? Das ist antrainiert. Das ist antrainiert. Das ist wirklich... Weißt du, ich habe dir vorher noch gesagt, ich lade mir ungern Politiker in die Show ein. Ja, also hast ich erinnere jetzt mich heute dran, wieder ja. bestätigt. Ja, ja. Nein, es ist ganz süß mit dir. Aber diese ausweichenden Fragen, das bin ich nicht... da muss ich mich erstmal reinarbeiten. Ich habe mich auf arschvoll... Toll Parker und Kevins Reaktion auf gemeinsamen Schnaps gefreut. Okay, das ist Schnaps, Schnaps, Schnaps. Wer war dein Crush als Teenie? Hattest du so einen Schwarm früher? So David Hasselhoff oder irgendwie sowas? Leonardo DiCaprio. Oh, ja wirklich? Ja, total. Den fandest du geil, so Titanic, ja, oder was? Die Zeit? Nein, The Beach natürlich. Ach, The Beach? Ach so. Ja, stimmt. Ach, wer das noch nicht gesehen hat, angucken, danach wissen alle, warum es gut ist. Ach, warte mal, die Titanic, da warst du wahrscheinlich noch irgendwie. Titanic habe ich. 10 oder so. Super. Das muss irgendwie 91 oder so gewesen sein. Titanic, weiß ich noch sehr genau, habe ich in der Waldbühne gesehen, Open Air, mit 20.000 Leuten in strömendem Regen. Das heißt, das Schiff soff ab vor uns und wir waren in etwa einem ähnlichen Zustand. Das hört sich wahnsinnig süß an. Das muss toll, wirklich Spaß gemacht haben. Ja. Prost, Kevin. Trink mal, nee, der steht ein Schnaps jetzt für dich. Also wenn ich was kann, dann meine Gäste. Ich mit deinem alkoholfreien Sekt, um es nochmal zu wiederholen, sehr gerne an. Ja, nee, ist ja gut. Also weißt du, das finde ich furchtbar, Kevin. Ich würde das jetzt exen, exst du auch? Ja, vielen Dank, das war heute Abend mit Jurassica Parker hier. Ich muss mal kurz sauer aufstoßen, warte mal. Hätte gerne ein Glas Wasser. Sehr verblubbert gerade. Vielleicht muss ich mich gleich übergeben, aber wir gucken mal weiter. Warte mal ganz kurz. So, es geht jetzt wieder. Kevin, kannst du mal kurz die Moderation übernehmen? Ja, herzlich willkommen zu Paillette geht immer. Heute bei mir zu Gast Margot Schlönske. Ja, Kevin, ist die Stimmung auch wirklich ganz unten gerade. Oder?
Bin gleich so weit. Okay. Schlucken kann sie. Ja. Ich vermisse Kevin Kühnert mit Bart. Hast du mal einen Bart gehabt? Also, das ist, also, naja. Nein, das will man nicht Bart nennen, aber ja. Ja, das ist heute rasiert und, also nicht glatt rasiert, oh Gott. Ja. Unangenehm. Das ist heute getrimmt und daher sieht es jetzt nicht nach so viel aus. Ach, hast du sonst mehr Bart? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, doch, meistens schon. Aber es steht dir, das macht dich so wahnsinnig süß und jung und unschuldig. Dankeschön. Ich fühle mich gerade sehr betrunken, das kann gar nicht sein, aber gut. Wie viele Zigaretten rauchst du am Tag, Kevin? So 15. Also so eine kleine Schachtel. Eine kleine Schachtel, ja, eine kleine Schachtel. Ganz wann hast du angefangen zu rauchen? So mit 19, 20. Ach, ja, relativ spät. So spät, ja? Ja. Das ist doch so ärgerlich, wenn man dann so spät nochmal anfängt zu rauchen. Ja, ich habe auch mal für 15 Monate aufgehört. Ich gucke hier unten ins Publikum rein, was war jemand live mit dabei. Und dann bei den ganzen 15 Monaten. 15 Monate 15. aufgehört und dann wieder angefangen, beim Après-Ski. Beim Après-Ski. Schön dämlich. Du machst Après-Ski. Ja, bist du Skifahrerin oder was? Ich bin Skifahrerin, genau. Ach, sag mal, also du bist ja eine kleine Sportmaus. Das weiß man gar nicht von dir. Weil besonders als Berliner, wir sind ja mit Skifahren überhaupt nicht in Kontakt gekommen. Ich schon. Ja, wo denn? Auf dem Teufelsberg oder was? Nö, aber das... Weil, also bei uns waren Urlaube in der Familie, waren immer Bergurlaube. Im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren. Das ist ja wirklich eine bizarre Familie, die du da hast, muss ich wirklich sagen. Also das würden die selber von sich wahrscheinlich auch sagen. Ja. Weil, warte mal, ich guck mal kurz, was deine Eltern machen. Deine Mutter arbeitet im Bürgeramt, glaube ich, ne? Nein. Im Jobcenter. Sag ich doch, ist dasselbe. Und dein Vater macht irgendwas anderes. Knallhart recherchiert. Hab grad so einen Blubberbauch. Du bist schuld, ich brauch kurz Lipgloss. Ja. Glossy glänzende Lippen und jetzt auch hier. Hast du da eigentlich Glitzer am Hals oder ist das Schweiß? Das ist Schweiß. Das ist Schweiß. Ich war neulich bei so einem Interview beim RBB und die Maskenbildnerin, die hat sich gewundert, die hat immer gesagt, Sie schwitzen ja so stark am Hals, Frau Parker. Warum schwitzen Sie denn so am Hals? Und wir so, weiß ich nicht, aber ich schwitze immer nur hier, ne? Ja. Ja. Wahrscheinlich, weil ich so viel Make-up im Gesicht habe, dass man schwitzt dann hier so rum und dann fließt das hier so vorne rein. Du bist ja gar kein Schwitzer, sehe ich. Also bist du leicht glänzend, satinmäßig im Gesicht, aber ansonsten bist du kein Schwitzer, ne? Nee, bin ich nicht. Bist du nicht, okay? Nee. Ich gucke anderen beim Schwitzen zu. Kevin. Moin. Ich bin jetzt gerade out of order. Das hat mich wirklich, wie ist denn Markus Lanz so? Das wollte ich dich schon mal fragen, weil du warst ja schon in so vielen Talkshows, das finde ich wahnsinnig aufregend. Ist der genauso scheiße, wie ich denke, der Markus Lanz? Das ist jetzt nicht abgesprochen, der Werbeblock, der jetzt kommt, aber die Frage kommt sehr häufig und ich muss sagen, bevor ich das erste Mal... Wirklich, ja? Ja, ach, wirklich. Okay. Nee, es wird wirklich häufig gefragt. Und bis ich das erste Mal da war, fand ich Markus Lanz auch ganz fürchterlich. Mhm. Und jetzt war ich, keine Ahnung, 10-mal da und muss sagen... 10-mal? Ach, ja okay, erzähl weiter. Naja, Lanz läuft halt 3-mal die Woche, also ja. Da kannst du ja auch wirklich häufig hin. 10-mal kommen, ja. Genau. Und es tut mir leid, es ist leider einfach überhaupt kein Arschloch, sondern ein echt ziemlich feiner Kerl, der... Und das ist ja vielen immer nicht klar, er ist halt Journalist. Das heißt, das, was er in der Sendung macht, ist nicht seine Meinung, sondern sein Job ist es, die Gegenposition einzunehmen zu den Leuten, mit denen er sich unterhält. So, also wenn er da pseudonaive Fragen stellt, liegt es nicht daran, dass er ein bisschen doof ist, sondern dass er versucht, ein Gespräch zu erzeugen. Wollte ich ihn jetzt auch nicht unterstellen. Nee, genau. Ja. Und also ich gehe dort sehr gerne hin und ich finde jetzt gerade in der Corona-Zeit hat er die Sendung echt aufgepimpt zu etwas, was so die Leute durch die Woche durchbegleitet. Ja, und mein Vater besser als andere Sendungen tatsächlich. Ja, bekommt man da Geld, wenn man da hingeht? Andere Gäste ja, Leute aus der Politik grundsätzlich nicht. Ach, da muss ich dich heute auch nicht bezahlen. Das ist ja schon mal gut. Also bitte.
Bisher wüsste ich nicht, dass ich dafür irgendwas kriege. Ich auch nicht. Ich wollte es nur mal kurz sicherstellen, damit ich die ganzen Einnahmen für mich haben kann heute Abend. Ja. Der nächste Urlaub ist schon gebucht. Und ansonsten, du warst bei Kurt Krömer, das habe ich gesehen. Der ist ja immer so ein bisschen, der ist ja viel schwieriger noch als ich, als Moderatöse. Wie war das? Weil du wirktest da sehr unentspannt oder abwehrig, weil man Angst vor dem hat, ne? Angst würde ich nicht sagen. Also ich bin da schon, klar, da bin ich mit Anspannung reingegangen, weil das ist ja, wer das gesehen hat, das ist ja ein Format, nicht vergleichbar mit seinem alten Comedy-Format, was er gehabt hat beim RBB, sondern schon eine halbe Stunde auch sehr hart investigativ. Ja. Er sagt ja dann immer am Anfang, ich lade irgendwie Freunde und Arschlöcher ein und ich sage nicht, wer ist. Ja, genau. Da ist dann irgendwie das Feld auch abgesteckt. Und insofern bin ich da schon mit einer Grundanspannung reingegangen. Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Aber klar, das gehörte jetzt nicht zu den einfachsten Auftritten. Ja, das glaube ich dir. Gibt es irgendwelche Interview- oder als Gast sei Jobs, die du wahnsinnig beschissen findest, wo du es nur machst, weil du es machen musst? Oder ist das alles gleich? Das meiste ist gleich. Also wenn ich Sachen wirklich scheiße finde, mache ich sie nicht. Also weil ich spreche seit 3 Jahren grundsätzlich nicht mit der Bild-Zeitung, weil ich nicht mit der Bild-Zeitung spreche. Finde ich immer gut. Ich bin Arschkühe. Das ist einfach, es kann ja nicht dabei bleiben, dass man sich immer darüber beschwert und sagt, die arbeiten unsauber und recherchieren nicht ordentlich und drehen den Leuten das Wort im Mund um und dann gibt man ihnen die Stichworte, um darüber zu berichten. Das geht halt nicht. Aber ansonsten nehme ich alles mit. Man macht halt seine Erfahrung damit, weil ich war am Anfang mal beim RTL Frühstücksfernsehen oder so. Süß, ja. Ja, für ein politisches Interview und dann war eine politische Frage und danach bin ich dann gefragt worden, ob ich in einer WG lebe und ob ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, wo ich dachte, was hat das jetzt hier zu suchen? Aber du wohnst in einer WG tatsächlich. Ich wollte dich das auch fragen. Scheiße. Naja, ist halt auch RTL Spätstücksfernsehen hier heute. Frauke Abend. Ludewig heute Frauke bei uns zu Gast hier. Frauke Ludewig würde ich ja gerne mal kennenlernen. Hast du mich schon mal kennengelernt? Nee, ich auch nicht. Aber nee, also, machen wir mal zusammen. Ja. Können wir gerne. Bring mich da mal zu Frauke Ludewig. Ruf da mal an und sag, du, ich habe die Jurassica mit dabei und dann machen wir so ein Tête-à-Tête und reden über Cannes oder Monaco oder irgendwie sowas. Schön. Lügst du mich gerade schon wieder an, Kevin? Nein, tue ich nicht. Nein, gut. Nee, dann weil ich schreib dir morgen eine WhatsApp, ob du schon bei der Frauke angerufen hast. Ja, du hast meine Nummer noch gar nicht. Ja, werde ich gleich bekommen dann jetzt. Ne? Gibst du mir gleich, ne? Ja, ne? Kevin. WG wollte ich wirklich noch. Du bist also ein WG-Typ, weil ich finde ja WGs widerlich. Warum? Da kann man doch nicht nackt rumlaufen. Wegen den Haaren im Abfluss? Nee, einfach nur, weil man da dauernd unter Leuten ist und man kann nicht nackt rumlaufen. Ich bin sowieso kaum zu Hause. Ach so. Das ist natürlich auch eine. Dann läufst du dann da aber trotzdem nackt rum? Ich möchte gerne wissen, ob du nackt rumläufst. Nein, eher nicht, nein. Nein? Nein. Gut, da siehst du, das ist doch scheiße. Also das würde mich an der WG schon stören, wenn man aus dem Zimmer geht, man muss sich immer anziehen die ganze Zeit. Na, du musst gar nichts, aber es hilft halt schon fürs Zusammenleben. Das kommt halt auch drauf an, ne? Also ne, man guckt ja auch manchmal gerne nackte Männer an. Ja, okay, gut, das ist ja schon wieder in der Sackgasse. Ich hätte diesen Sekt nicht trinken müssen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Inklusivgeschlechter am Livestream, es tut mir wirklich leid, dass ich gerade den Faden verloren habe. Aber so ist das, wenn man einfach neben diesem wahnsinnig eloquenten Menschen mit Glitzermütze sitzt, da weiß man einfach gar nicht mehr, was man noch mal. Ja, guck mal, hier ist das süß gestaltet. Wir gucken doch noch mal kurz in die Kommentare, weil ich sehe hier nämlich. Warte mal, wo ist denn das? Hast du eine Durchfallgestiche? Nein. Ach, Kevin, es muss ja kein Durchfall sein. Es kann ja auch einfach... Nein, möchtest du auch nicht erzählen? Nein, ich habe auch keine Haustiere gehabt, die Durchfall hatten oder so. Es tut mir leid. Okay, gut, verstehe. Das ist wirklich schwierig mit dir gerade. Aber wo kommt denn jetzt diese Frage... Also, was ist die Geschichte dahinter? Mit dem Durchfall. Warum das hier alle fragen? Naja, weil ich... Hast du hier mal Durchfall gehabt in der Sendung? Ich hab immer Durchfall, ja. Nein. Ich erzähle gerne Kackgeschichten. Also, ich erzähle das wirklich gerne. Das liegt bei mir in der Familie. Also, wir reden gerne über Kacke.
ich weiß nicht so, ich muss mit meinem Therapeuten noch erörtern, warum das so ist genau. Sind wir noch nicht dahinter gestiegen. Und irgendwann habe ich mal angefangen, hier in der Show halt Kackgeschichten zu erzählen. Mhm. Und das ist halt auch schön unter der Gürtellinie. Und das mögen die Leute sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht genau, warum. Mein Publikum ist halt auch pervers veranlagt. Und deshalb fragen die immer halt danach, ne, Kevin? Ja. Aber gut, du blockst auch schon wieder völlig ab. Nein! Kannst du dem Kevin eine Ersatzdutte aufsetzen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann ihm meine Dutte nicht aufsetzen. Würdest du dich von mir schminken lassen, Kevin? Klar würde ich das. Wollen wir mal ein Video machen, wo ich dich schminke für YouTube? Bitte. Ach ja, wirklich? Du bist doch wahnsinnig handsam. Habt ihr da Lust drauf? Das ist eine schöne Sache. Dann lade ich dich mal zu mir nach Hause in mein Fummelzimmer ein. Also nee, nicht. Da wird nicht gefummelt. Da hängen Fummel. Und ich hab noch mal Glück gehabt, mein Lieber. Solange es keine Durchfallgeschichte wird, das alles gut. Ich habe auch ein Durchfallzimmer zu Hause. Je nachdem. Je nach Mood of the Day. Und da hab ich so ein Transenzimmer, wo halt meine ganzen Dutten und Klamotten und Pailletten hängen. Und da könnte ich dich mal so richtig aufdraggen. Ja, das machen wir. Das machen wir sehr gerne. Na das klar. Machen wir sehr gerne. Du bist ja wunderbar. Gucken wir mal hier. Wie ist das denn im Bundestag auf den Toiletten? Das weiß ich nicht, ich sitze ja nicht im Bundestag. Blöde Frage. Get Schakta. Sollen das? Mit wem wohnt er denn in einer WG zusammen? Sind das auch PolitikerInnen und LGBT? Nein, das sind gar keine Politikleute, also nicht mal Sozis oder so. und auch keine LGBT. Gut. Natürlich jetzt. Ja, so ist das mit wahrheitsgemäßen Antworten, als die Geschichte auch schnell vorbei. Hast du vielleicht eine Verstopfungsstory? Fragt ihn. Ich würde, vielleicht kannst du nochmal diesen Kommentar von Falco vorlesen. Ich zeige Penis. Wow, Jurassica, dein Teil ist klasse. Bitte einmal nach Magdeburg. Ach so, der meint den Zeigepenis oder was? Aber weil er schreibt ja, ich zeige Penis. Naja gut, Falco. Ach, Falco Jensch, den kenne ich. Okay, gut. Hallo Falco. So, singst du eigentlich gerne? Was verstehen wir jetzt unter Singen? Naja, ich singe ja gerne Karaoke mit meinen Gästen. Karaoke, super. Hier, ja? Na, hier unten ja? Im Haus, im Hinterhaus, war ja mal Kims Karaoke. Ich weiß, ja. Grandioser Laden, leider seit 2 Jahren zu. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum. Ach was, ich war da auch nur einmal, aber auch rattenvoll, ja. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Jetzt wissen wir auch, ja. Warum es zu ist, weil du nur einmal da warst. Ja, weil ich einmal da war, genau. Also singst gerne Karaoke, da freue ich mich, weil ich singe auch wahnsinnig gerne Karaoke. Ja, und jetzt singen wir Karaoke zusammen. Ich Marianne dachte Rosenberg, mir das. Er gehört zu mir. Nein, ich singe ja gerne. Nicht? Möchtest du das singen? Nee. Und du hast gerade den Dekolleté-Griff gemacht, toll. Nee, hier ist ja auch noch trocken. Das war doch toll. Also ich suppe hier aber auch. Das ist ja fürchterlich. Weißt du, dagegen ist Aerosol ja gar nicht. Was würdest du gerne singen wollen? Also ich bin für alles offen. YouTube hat bestimmt alles. Also mit der Schlönzke zusammen habe ich tatsächlich Marianne Rosenberg gesungen. Na, dann singen wir das, meine Güte. Ich singe auch immer gerne im Wagen vor mir, weil es ein Duett ist. Ja? Ja? Da habe ich den geringeren Textanteil dann. Nee, da singen eigentlich nicht nur dieses Ratatata, da musst du auch schon wirklich singen. Im Wagen vor mir, das finde ich ganz toll. Karaoke, ja, ich bin ja die Bestimmerin, Kevin, du hast ja nichts zu sagen. Gucke mal, ich singe die Frau, du singst den Mann. Mhm. Ich würde gern mal von einem Planeten starten, der nicht brennt. Es dauert 10 Jahre, bis das Tag wieder fruchtbar ist. Kryoschlaf ist die ein... So, hui. Singen bitte alle mit. Mit der Tonart finden, glaube ich. Ratta, 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 ratta. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Oh ja. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl.
Achso, das bin ich noch. Na gut. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Gar nichts. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Netflix. Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? Ratta, ratta, ratatatada. Ratta, ratta, ratta. Mann, ja, ich weiß, bin das so früh. Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? Ich frag mich, warum überholt er nicht? Das muss ich auch sagen. Ich haben. Ja. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert's schon und er fährt ohne Licht. So schön, reimt sich 90. Gar nicht. Der könnte schon 100 Kilometer weg sein. Was bin ich? Mensch, war an meiner denn vorbei. Ich fühl mich richtig wohl. Will er mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das ein Ziel, die Polizei? Ratta, 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 dann noch mal. Ratta, 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 ratta. Schön, dass ich heute endlich einmal Zeit habe. So ewig das Lied. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken, ganz allein und ohne Schranken. Sein Scheißtext. Wünsch, das schöne Mädchen wär bei mir. Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Die Musik ist gut. Ich fahre die allernächste Abfahrt raus. Heute ist ein schöner Tag. Dort werd ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komm ich zu spät nach Haus. Bye, bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Bye. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in 2 Stunden auch die Fahrt meine zu Bitte. Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werde ich nie mehr sehen. Oh. Ratta, 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 ratta. Es ist mal zu spät. Ratta, 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 ratta. Ratta, 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 ratta. Und ratta, 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 ratta. So. Wunderbar. Applaus für die wahnsinnig tollen Sängerinnen. Also Kevin. Ich liebe Karaoke. Der letzte Einsatz hat gestimmt. Ich brauchte so 10 Anläufe und dann hat es aber geklappt. Also ich liebe Karaoke singen. Das ist schön. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du auch relativ possierlich singen kannst. Ja. Ja? Singst du zu Hause auch gerne so? Nein. 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 Nur in der Öffentlichkeit. Ich habe mal mit Stefanie Hertel über den Wolken gesungen. Oh, mit Stefanie Hertel? Mit Stefanie Hertel. Ja, warst du im Fernsehgarten oder wo? Nee, das war bei Die Geschichte eines Abends im NDR. Was wird da erzählt für eine Geschichte? Da lädt ein Gastgeber 4 Leute ein und macht so ein, weil das ist so dadaistisches Fernsehen irgendwie, was da stattfindet. Im NDR? Im NDR, tatsächlich. Glaubt ihr schon wieder kein das war Wort? Es war auf Einladung von Lars Eidinger und wir haben uns einfach 5 Stunden lang besoffen und dabei lief die Kamera mit. Und also falls sich jemand fragt, was man in der Politik eigentlich macht. Ja, saufen. Besaufen und vor der Kamera sitzen. Ja, das ist Kevin, wir müssen schon langsam wieder zum Ende kommen. Schade. Ja, eigentlich schon schade, oder? Ja, ja, meine Güte. Ja, ach doch, was soll ich denn machen? Nein. Aber wir müssen so langsam, weil nämlich der Livestream, der sollte nicht länger als maximal 1,5 Stunden laufen. Weil sonst ist nämlich Facebook böse und dann schmeißen die Scheißkerle uns nämlich immer raus. Ja. Ja. Und du bist ja jetzt auch schon eingefahren und ein bisschen angetrunken. Das macht mir sehr viel Freude. Jetzt könnte die Show eigentlich erst losgehen. Aber gut, das ist natürlich jetzt doof. Hat es euch denn ein bisschen gefallen bis hierhin? Ja. Ich merke jetzt, es läuft gerade hier hinten so ein Sturzbach hinten in meinen Sender von meinem Mikrofon rein, merke ich gerade. Sven, tut mir leid. Ich glaube, du musst das danach irgendwie mal abwischen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder zum Schminken bei mir. Definitiv. Ich werde sofort mit Nadja von den Jusos mailen am Montag. Und dann machen wir das. Und ansonsten lade ich dich nochmal irgendwann ein. Wie viel Zeit muss ich da mitbringen?
Oh, jetzt, jetzt fängst du schon an, dir einen Rückzieher zu machen, ne? Nee, nee, ich frag einfach nur, um mich einstellen. Naja, bei deinem Gesicht mindestens 2 Stunden. Ja, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nee, weil das ist ja auch schwer zu schminken. Also du hast ja ein schwieriges Gesicht, sag ich mal. Weil bei dir, ja, bei dir ist alles sehr nah zusammen. Ja? Ja, ist so. Du hast ja sehr viel Gesicht, aber wenig Gesicht. Also wenn... Nimm mir das nicht übel. Scheiße. Sven, nee, Lars. Ich hatte auf Facebook Kevin gesehen, es waren noch ein paar Slots für die nächsten Sendungen hier frei. Ja. Falls jemand Anfragen hat, nein, nicht machen. Nicht machen. Lohnt sich einfach auch nicht für die Karriere. Klaus sagt ja immer, wer bei mir in meiner Show war, das ist der absolute Tiefpunkt der Karriere. Und danach ist die Karriere auch rum. Ja. Also von daher herzlichen danach Dank. Dann kommt das Sommerhaus der Stars noch. Das Sommerhaus der Stars. Genau. Schön, ja, das war sehr erheitert und erhellend und sehr süß mit dir, lieber Kevin. Wir hören weiterhin von dir. Wo geht's hin? Was ist der Plan nach Hause für die nächsten gleich. Zwei? Was? Nach Hause geht's gleich. Ich habe nach Mauseberg verstanden. Nach Mauseberg. Mauseberg ist auch süß. Nee, ich meine, jetzt fahr mal so die nächsten 1-2 Jahre. Was planst du für dich und deinen weiteren Werdegang? Gibt es da welche Träume oder Perspektiven? Also ich möchte nächstes Jahr für den Bundestag kandidieren, das war schon angekündigt. Falls irgendjemand aus Tempelhof und Schöneberg da sein sollte, das ist dann nächstes Jahr der Wahlkreis. Ist denn jemand aus Tempelhof und Schöneberg hier? Nein. Da ganz hinten irgendwo ganz hinten. War eine einsame Seele. Ja, guck mal, Seele. Die Schulen da hinten, ist ja klar. Wohl in Schöneberg. Genau. Gut, das ist natürlich ein großer Schritt. Wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Danke. Und alles Gute und wir sehen uns dann wieder geschminkt, mein lieber Kevin. So sieht's aus. Vielleicht schminkst du mich fürs Wahlplakat einfach. Das wäre toll. Das wäre toll. Ja. Das wäre aber mal ein Aufmacher, du. Da kriegst du Presse mit, ne? Das glaube ich auch. Da kriegst du Presse. Der Markus Lanz schaut schon mit den Hufen danach. Sag ich dir. Also, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Bitte, wenn euch diese Show gefallen hat, lasst ein paar Euro da für das Corona-Livestream-Antivirus-Ticket. Und ansonsten schön hier im Publikum, dass ihr alle hier wart und echtes Geld bezahlt habt für gute Unterhaltung mit echten Menschen und nicht am Screen. Danke dafür nochmal. Es ist so wunderbar, endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Die nächste Show ist am 17. Oktober, ist mein Geburtstag. Am 17. Oktober feiere ich hier Geburtstag auf der Bühne. Ich werde 41 und habe einen Gast. Tschüss! Aufstehen, aufstehen, verbeugen. Ja.